Hallöchen, meine Freunde, weiter geht's bei Let's Play Nightmares from the Deep, Ruf der Sirenen. Hui, in der letzten Folge ist einiges passiert am Schluss. Gucken wir gleich mal ins Abenteuer. Der Flur brennt, ich muss das Feuer löschen, bevor es auf das ganze Haus übergreift. Das haben wir in der letzten Folge gemacht, aber noch nicht gelesen. Als der Staub sich legte, konnte ich die Lage einschätzen. Die Folgen des Krakenangriffs waren verheerend. Calliope war von Bürgermeister Murray gefangen genommen worden und mein Verbündeter, der Fischmann, war ohnmächtig und schwer verletzt. Es liegt an mir, seine Wunden zu versorgen und ihm das Leben zu retten. Er ist bewusstlos. Ich kann schlecht einschätzen, wie schwer verwundet er ist. Ich sollte ihm helfen. Das machen wir auf jeden Fall. So runter, da. Guck mal, da ist gleich ein Wimmelbild. Ich würde sagen, dann gehen wir gleich mal ins Wimmelbild. Ach nee. Schubladengriff. Das ist jetzt so ein neues Wimmelbild. Was muss man denn hier machen? Das ist voller Säure. Ich sollte den Orden lieber nicht mit bloßen Händen herausfischen. An dieser Parfümflasche fehlt der Zerstäuber. Hier müssen wir den Spiegel zusammensetzen. 4:15. Irgendwie muss man doch die Uhrzeit einstellen können. Was haben wir hier? Diese Vertiefung hat eine ganz bestimmte Form. Der Mund ist fest verschlossen, so leicht komme ich nicht an die Uhrzeige heran. Im Diadem fehlt ein Juwel. Das war cool, so ein Wimmelbild-Spiel, wo man so Sachen jetzt suchen muss. Was haben wir hier? Schachbrettstück. Dieser Schrank ist sehr schmutzig. Eine Trockenreinigung würde Stunden dauern. Zunächst brauche ich etwas Wasser. Diese Schublade geht ohne Griff nicht auf. So. Zerstäuber. Hier fehlt noch etwas. So, da springen wir dann dahin und dann können wir es mit dem Lappen wegmachen. Ui. So, das ist aber echt mega das coole Spiel. Zange. So, ein Kreuz. Wo hat es gefehlt? Hier nicht. Das ist echt cool. So, dann kriegen wir die Uhrzeiger hier. Was war das jetzt? 4:15. So. Riechsalz. War da nicht noch Verbände? Ich habe nicht richtig hingeguckt. Egal, geben wir erstmal das da. That damn beast hit me hard. I'm badly wounded. If I don't get treated soon... Listen, no matter what happens to me, you have to find and open Davy Jones's chest to lift the fish curse. Take my map of Kingsmouth. It'll help you track down the mayor. Promise me you'll save Calliope. Calliope. So heißt die hier. Karte haben wir zur Verfügung. Please, find some gauze and bandage my wounds. Mach ich. Er sagt ja egal. Jetzt. Was haben wir denn hier? Das Siegel am Schloss besteht aus zwei Hälften, aber eine fehlt davon. Die arme Calliope. Calliope? Ist in dieser wassergefüllten Kutsche gefangen. Ich muss hinunter und versuchen, sie zu befreien. Was haben wir hier? Ah ja. Peil. Mit bloßen Händen kann ich die Balken nicht entfernen. Da hilft nur hilft wohl nur rohe Gewalt. So. Pom, 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 pom. Eingangstür. Ist hier noch irgendwas zu tun?
Nö, sieht nicht so aus. Hui. Sie ist ja hier. Help me, before Mayor Murray makes me his prisoner again. Ist das hier gebrochen? Nee, das ist nur die Scheibe hier, die Eingangstür. Ach so. Diese Tür kann ich nicht öffnen. Rettung der Sirene. Während des Angriffs des Kraken hat der Bürgermeister Calliope entführt. Wahrscheinlich will er sie in seinem Leuchtturm über dem Dorf einsperren. Ich muss der Spur der Elitetruppe des Bürgermeisters den Prätorianern folgen und herausfinden, wo die Sirene gefangen gehalten wird. Wollen wir denen nicht erstmal helfen hier? Hier kann ich gar nicht mehr zurück. Ich wollte Seil da jetzt festmachen. Aber wohl zum richtigen Zeitpunkt. Okay, jetzt sind wir draußen. Ich drücke mal auf die Karte. Ich möchte mir das Dorf mal ein bisschen angucken. Kingsmouth heißt es. Und dieses Verband. Man kann die oberen Symbole aus den unteren zusammensetzen, glaube ich. Vielleicht bekomme ich das hier irgendwie hin. Jawohl, machen wir auf jeden Fall. Was haben wir denn hier? Die Angelschnur hat sich um eine Art Mechanismus gewickelt. Bring me a bottle of rum. The tavern's run out. I need something strong to ease my mind. Jawohl, in die Spielunke gelangen. Zu so später Stunde hat nur noch die hiesige Spielunke geöffnet, aber ich komme erst hinein, wenn ich dem Blinden eine Buddel voll rumbringe. Dieser alte Seebär scheint meine Sache zugetan. Vielleicht gibt er mir ein paar Informationen, wenn ich seine Zunge lockere. Sammelobjekt gefunden. Goldener Kraken. Wo sind die? Sammelobjekte, Auszeichnung? Finde alle Chamäleon-Objekte. Finde alle versteckten Kraken. Okay. Was haben wir hier? Das ist einfach eine Auszeichnung. Was haben wir hier? Schließe ein Wimmelspiel unter einer Minute ab. Finde alle geheimen Seepferdchen. Okay. Beseitigung des Tors. Nach Verlassen des Hauses fand ich mich in einem seltsamen, verlassenen Dorf irgendwo in der Karibik wieder. Die Sirene, die mich in diese verzweifelte Lage gebracht hat, ist entführt worden. Wenn ich ihr helfen will, muss ich das Tor loswerden, das den Marktplatz vom Rest vom Kingsmouth trennt. Die beschädigten Güter wurden bei Schließung des Ladens zurückgelassen. Ich kann später danach suchen.
Zugang zur geheimen Kammer finden. Ich sah, wie der Bürgermeister eine Geheimkammer unter seiner eigenen Statue verließ. Seine Geheimniskrämerei lässt darauf schließen, dass der Inhalt der Kammer wichtig ist und Licht auf die Situation in Kingsmouth werden könnte. Was haben wir hier? Wenn sich beide Zahnräder drehen sollen, muss ich einen Hebel und eine Art Riemen finden. So. Pedal und eine Kette. Das ist verrostet. Ich brauche Öl, wenn ich es zum Laufen bringen will. Und es reicht hier nicht, oder? Reicht es? Ah, ich habe gedacht, das wäre für die Tür. Was ist denn das hier? Diese zwei Plättchen des Mechanismus fehlen. Ich muss sie finden. Okay. Und damit können wir dann wahrscheinlich die Tür öffnen, oder? Zahnrad. Passt es hier? Was steht da? Da stand irgendwas. Ich möchte hin. So. Ich brauche etwas, an das ich das Zahnrad einsetzen kann. Also muss ich zuerst den Mechanismus in der Mitte einsetzen. Nein, das funktioniert nicht. Eine Stange gefunden? Hier hinten können wir nicht lang, gell? Und in dem Gullideckel glänzt etwas. Vielleicht kann ich ihn anheben und nachsehen? So. Mechanismusplättchen, das sind diese Plättchen. Hier ist ja der andere. Kannst du es nicht einfach abmachen? Kannst doch entheddern. Mensch. Kingsmouth sieht aus, als wäre es dem 18. Jahrhundert entsprungen, abgesehen von der Elektrizität natürlich. Gibt's hier noch irgendwas? Hi, wie geht's dir? Find some gauze and bandage my wounds. So, im Marktplatz können wir noch irgendwas machen. Ach, ich kann das hier machen. Jetzt verstehe ich das. Ach so. So muss es aussehen. Ach, das ist hier falsch rum. Jetzt sehe ich das erst. So. So, da kriegen wir den Verband. Came back for me. Thank you. I'm in no shape to move, but I'll try to assist you. Not long ago, I was one of the mayor's praetorians. But meeting Calliope opened my eyes. When I couldn't suffer Murray's lies any longer, I freed Calliope, and we fled. We promised each other that we would lift the fish curse from Kingsmouth. But today, the mayor found us. Please, follow after him and rescue Calliope. Here, take my dagger. You'll need something to defend yourself in this cursed town. Dolch. Wo haben wir denn hier was anderes? Hier, nee. Aufgaben vielleicht. Um Murray auszutricksen, muss ich unter die Statue gelangen, auch wenn ich mir einen Weg freispringen muss. Ah. Der Ausgang des Marktplatzes ist durch ein versperrtes Tor blockiert. Ich muss es durchbrechen. Was haben wir hier? Ich muss dem alten Trunkenbold eine Buddel voll rumbringen, damit er mich
in die Spelunke einlässt. Ach, ich weiß, was wir mit dem Dolch machen können. So. Schneiden wir nämlich den Mechanismus, das Mechanismusplättchen durch. So. Vervollständige das Muster durch Vertauschen der Zahnräder, um den Mechanismus zu aktivieren. Passt der da oder hat der da gepasst? Sieht nicht so aus, oder? Der passt aber. Nee, der passt nicht. Der passt auch nicht. Also hier muss auf jeden Fall so einziehen. Kann man da hinten was sehen eigentlich? Ach, jetzt sehe ich... So, jetzt sehe ich das. Man kann doch hier hinten... Bei den Bildern kann man was sehen, erkennen. Der passt doch nicht. Warum leuchtet denn das jetzt da oben? Stimmt es jetzt oder warum leuchtet das? Warum leuchtet denn das da oben? Wenn sich die Zahnräder überschneiden, funkt es. Verstanden? Ich muss die Anordnung ändern. Warum leuchtet denn das Ding jetzt? Weil das nicht funktioniert? Oder warum? Ich glaube schon. Okay. So, das passt dort. Scheint dort zu passen. Das muss hier hin. So. Muss dahin. Das drehen wir mal. Das linke funktioniert doch, oder? Ja, das linke funktioniert. Perfekt. So. Beseitigung des Tores abgeschlossen und ich würde sagen, wir gehen dann in der nächsten Folge hier zur Promenade. Ich bedanke mich fürs Zugucken und sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.